Der deutsche Evakuierungsplan läuft nun den Umständen entsprechend geordnet. Bisher hat die Bundeswehr ja 169 Deutsche, 49 EU-Bürger, 103 Afghanen und 4 Nicht-EU-Bürger aus Kabul ausgeflogen. Das sagte Außenminister Maas vor dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Die Abgeordneten befragen zur Stunde intensiv den SPD-Politiker und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, warum die Bundesregierung die Lage in Afghanistan komplett falsch eingeschätzt hat und zu spät auf den Vormarsch der Taliban reagiert hat. Um 3.43 Uhr landet die Maschine und mit ihr an Bord sicher Erleichterung, Hoffnung vielleicht. Insbesondere für die ausgeflogenen Afghanen an Bord, die den Deutschen in ihrer Heimat geholfen haben. Aber auch Menschen wie Familie Kuja aus Fulda, die zu Besuch nach Afghanistan flogen und von der Machtergreifung der Taliban überrascht wurden. Sie haben die Szenen am Flughafen von Kabul direkt miterlebt. Aber mit diesen Soldaten, wo die geschossen haben, war nicht so gut, weil alle haben Angst bekommen und geschrien. Es war schlimm, sie hatten einfach Panik und die wollten irgendwie weg. Man weiß, man kann niemandem helfen, außer sich selbst. Aus Kabul kehren aber auch Deutsche zurück, die für Hilfsorganisationen am Hindukusch arbeiten. Claudia Peppmüller von Friedensdorf International betreut sonst afghanische Kinder, die in Deutschland medizinisch versorgt werden. Eigentlich freue ich mich natürlich auch bald meine Familie wiederzusehen, aber es tut schon sehr weh zu sehen, wie viele Menschen da raus möchten, aus lauter Angst, nur weil sie angeblich das Verbrechen begangen haben, ihre Familien zu ernähren, indem sie mit Ausländern gearbeitet haben. Also das ist furchtbar. Es war der zweite Flug, der aus dem Krisengebiet in Deutschland ankam. Über die Luftbrücke der Bundeswehr konnten bislang mehrere hundert Menschen aus Kabul ausgeflogen werden. Und so geht es auch zur Stunde weiter. Die Transportmaschinen A400M stehen im usbekischen Taschkent, starten von dort in die afghanische Hauptstadt. Hier werden die Menschen aufgenommen. Sie fliegen mit den Soldaten nach Taschkent zurück. Mit von der Bundesregierung gecharterten Maschinen geht es schließlich nach Deutschland. Um die Ausreise sicherzustellen, verhandelt die Bundesregierung direkt mit den radikal-islamischen Taliban. Die Lage am Flughafen hat sich Gott sei Dank stabilisiert. Die Bundeswehr sichert jetzt den Zugang für uns dort. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass heute im Laufe des Tages weitere Personen aus Kabul in Sicherheit gebracht werden können. Das Verteidigungsministerium twittert, sie werden so lange weiter evakuieren, wie es geht. Inzwischen hat das Bundeskabinett das Mandat dafür auf den Weg gebracht, für 600 Soldaten. Nächste Woche soll darüber im Nachhinein der Bundestag abstimmen. Taschkent in Usbekistan ist nun also ein ganz wichtiger Anlaufpunkt für die Rettungsmission der Bundeswehr. Unser Korrespondent Christoph Wanner ist vor Ort. Und Christoph, kannst du es einschätzen, ob tatsächlich alles nach Plan läuft? Ja, das Chaos scheint sich jetzt tatsächlich gelichtet zu haben. Diese Evakuierungsoperation scheint jetzt recht reibungslos zu laufen. Also das ist durchaus eine positive Nachricht. Und das bedeutet auch, also, dass die Taliban offenbar sich an diese Abmachungen halten. Aber Christoph, wie schätzt du das ein? Sie geben sich offenbar im Moment tatsächlich moderat. Seit vergangenen Sonntag haben sie Kabul und fast das gesamte Land eingenommen. Wie glaubwürdig ist denn genau dieser Sinneswandel oder genau diese politische Linie im Moment? Ich würde sagen, dass die Taliban im Augenblick eine Maske tragen. Sie tun so, als ob alles anders wäre jetzt. Sie geben einen Sinneswandel vor, doch dem Frieden traue ich nicht. Die Taliban sind radikale Islamisten. Die Taliban haben selbst Terroranschläge verübt. Sie haben mit Terrorgruppen lange kooperiert. Und ich habe den Verdacht, dass das gewisse Taliban-Flügel, wie zum Beispiel die Haqqani-Miliz, nach wie vor tut. Die Taliban haben mit Osama bin Laden zusammengearbeitet. Sie haben ihn beherbergt. Dieser Mann ist für die Anschläge 2001 auf die USA verantwortlich. Also wo soll dieser Sinneswandel herkommen? Vor allem auch eingedenk der Tatsache, dass die Führungskader der Taliban alles die alten Männer sind von damals. Sie sind heute 55, 60 Jahre alt. 1994 haben sie die Taliban mitgegründet. Einige von ihnen sind tot und die noch am Leben sind, sind jetzt die Bosse. Also wo soll da auf einmal eine gemäßigte Politik herkommen? Das ist alles Show, das ist Maske, das ist Täuschung. Einfach um Zeit zu gewinnen, um bei der
Machtübergabe jetzt keinen Gegenwind zu bekommen, um im Gespräch zu bleiben mit der Bundesregierung, mit den Amerikanern, um akzeptiert zu werden. Und sobald die Kameras aus sind, sobald der Westen sich wieder um andere Dinge kümmert, werden die Repressionen wieder losgehen. Und dann werden diejenigen, die gegen die Taliban sind, wieder ein sehr, sehr schweres Leben haben und müssen Angst um ihr Leben haben. Christoph, danke für diese Einordnungen nach Taschkent in Usbekistan. Und du wirst die Situation für uns weiter beobachten.